Eigentlich möchte ich 2 Stunden über Tesla erzählen, aber das reicht heute leider nicht. In den nächsten 10 Minuten würde ich gerne ein Impulsreferat machen und aufzeigen, wie Tesla eigentlich durch die Vernetzung von modernen Technologien nachhaltige Mobilität ermöglicht. Ein wichtiges Zitat von unserem CEO Elon Musk zeigt eigentlich auf, unsere Mission, wo das ganze Handeln drumherum gebaut wird, wir wollen der Wechsel zur nachhaltigen Mobilität beschleunigen. Und darum wird unser ganzes Handeln aufgebaut. Wir sind immer noch am Anfang. Trotzdem haben unsere Kunden bereits 1 Milliarde Kilometer elektrisch zurückgelegt. Schon ein sehr schöner Milestone, aber immer noch der Anfang. Im 2006 hat Elon Musk in Company Blog einen Artikel geschrieben, den Secret Masterplan, ein bisschen in Anführungszeichen, weil so geheim ist er eigentlich gar nicht. Der Plan hat sich seit daher nicht groß geändert. Wir haben gestartet mit dem Tesla Roadster. Es ist so ein Supersportwagen im Hochpreissegment mit einer kleinen Auflage. Total haben wir nur 2500 Fahrzeuge produziert. Die Einnahmen wiederum zu verwenden für die Entwicklung eines Mittelklassefahrzeugs mit einer ein bisschen größeren Auflage und die Einnahmen wiederum zu investieren in ein Massenmodell, das in Planung ist jetzt aktuell und dann ungefähr 2018 auf den Markt kommt. Das heißt, wir sind eigentlich von tiefen Volumen gehen wir weiter bis zum Massenmodell. Ganz kurz die Geschichte des immer noch jungen Unternehmens, gegründet im 2003, ganz klassische Silicon Valley Story. Wirklich ein junges Unternehmen, aber sehr, sehr stark im Wachstum. Also wir sind jetzt deutlich mehr Mitarbeiter, Tesla Family Members als 10.000. Das geht wirklich was. Wichtig hier auf dem Zeitstrahl finde ich, im 2010, da wurde der Prototyp veröffentlicht, das Model S, und nur 2 Jahre später an die Kunden bereits ausgeliefert. Also wir sind sehr schlank und auch sehr schnell. Im 2014, ein bisschen thematisch, wurden auch sehr viele Patente veröffentlicht bzw. kommuniziert, dass wir da kein Businessmodell haben, mit Geld zu verdienen, durch unsere Patente irgendwie zu schützen, sondern wir sind immer noch in einem Nischenmarkt, aber wir wollen, dass sich Elektromobilität auf breite Masse durchsetzt und da brauchen wir auch die Mitbewerber. Und das hat vielleicht so ein bisschen den Open-Source-Gedanke, der ja heute Thema Nummer 1 ist. Im 2015 haben wir eine neue Produktlinie lanciert. Wir haben eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind fähig, Lithium-Ionen-Zellen sehr, sehr günstig zu produzieren und eben auch effizient. Und das nutzen wir jetzt und bieten Hausspeicherlösungen an. Das heißt, wenn jemand eine Solaranlage auf dem Dach hat, hat man das Problem, dass der Strom abends gebraucht wird und tagsüber scheint die Sonne. Mit diesen Powerwalls, mit diesen Speichern, kann man dann die Sonnenenergie zwischenspeichern. Die Supercharger sind im Vergleich zum 2014 extrem ausgebaut worden. Supercharger ist unser Schnellladenetzwerk. Elektromobilität hat vielleicht einen Nachteil, dass man nicht an jeder Ecke eine Tankstelle hat, aber mit diesem Supercharger-Netz kann man eigentlich alle Bedürfnisse an die Mobilität abdecken. Zum Model S, es ist 100% elektrisch, also kein Hybrid. Wir haben nur 1 bzw. 2 Elektromotoren pro Achse. Und das heißt, die Technologie war eigentlich da und das Model S haben wir drumherum gebaut. Das Topmodell erreicht 100 km pro Stunde in 3 Sekunden, also ist wirklich ein Supersportwagen. Gleichzeitig hat es Platz wie ein Kombi und bietet eben auch den Komfort einer Limousine. Wir haben eigentlich diese 3 Fahrzeugkonzepte vernetzt. Die Reichweite liegt bis zu über 500 km. Im Alltag sind es plus minus 400 km. Es kann locker mal 450 sein, im tiefen Winter vielleicht knapp 400. Das Wichtigste, das passt auch wieder thematisch, wir haben IT, Telekommunikation und Automobiltechnologien wirklich konsequent vernetzt. Das heißt, wir bieten beispielsweise regelmäßig Software-Updates an.
Die Kunden müssen aber nicht zu uns in die Servicecenter kommen, sondern die kommen direkt übers Internet aufs Auto und machen eigentlich das bestehende Fahrzeug laufend besser. Gibt es größere Updates, wie jetzt letztes Wochenende für unsere Kunden in Europa, das Update 7.0, die Autopilot-Funktion wurde aufgeschaltet. Das bedeutet, dass man eigentlich auf der Autobahn wie ein Pilot nur noch die ganzen Systeme überwacht, aber richtig fahren macht man eigentlich nicht mehr. Kleinere Updates gibt es auch. Ganz am Anfang wurde in Europa eine Berganfahrhilfe gewünscht. Die Kunden gaben uns Feedback, das war eine kleine Sache, das zu implementieren. Natürlich auch allfällige Sicherheitslücken, da rufen wir nicht Zehntausende, Hunderttausende Fahrzeuge zurück. Es gibt ein Software-Update und die Sache ist erledigt. Auch natürlich sehr, sehr spannend ist die Steuerung über das Handy-App. Es klingt wie eine Spielerei, aber im Sommer ist es doch sehr angenehm, das Fahrzeug vorzuklimatisieren. Im Winter heizt man natürlich vor und dann hat man immer schön angenehme Temperaturen direkt, auch wenn man ins Fahrzeug einsteigt. Wir sind sehr stolz auf Auszeichnungen. Wir haben einen extremen Fokus auf die Sicherheit gelegt. Im amerikanischen Crashtest die höchste jemals erreichte Note erhalten. Und auch in Europa 5 Sterne inklusive An- und Unterkategorien. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Es hat einerseits mit dem tiefen Schwerpunkt zu tun, das Fahrzeug verzeiht sehr, sehr viel. Andererseits haben wir eben keinen Verbrennungsmotor vorne, der sich irgendwie bei einem Unfall in den Fahrgastraum schieben kann. Die Knautschzonen vorne und hinten sind sehr, sehr großzügig. Und natürlich haben wir auch extrem viele Airbags, ganz klassisch. Und was auch noch hilft, die Akkus, die sind im Unterboden, die sind verantwortlich auch, dass der ganze Fahrgastraum sehr verwindungssteif ist. Ich habe ein Video gesehen, Seitenaufprall. Das Ziel war, dass das Model S kaputt geht. Das war dann eigentlich das System des Crashtests. Consumer Reports, sehr, sehr wichtig. Das ist ein unabhängiges Magazin. Also die lassen sich nicht Fahrzeuge sponsern, sondern die kaufen anonym die Fahrzeuge bei den Herstellern. Bei uns haben sie das Modell P85 getestet, noch mit Heckantrieb. Gaben 99 von 100 Punkten. Dann haben die das P85D-Modell gekauft mit Dual-Motor-Allradantrieb, vergaben 103 von 100 Punkten. Das Problem war, die Skala geht bis 100, also 100 von 100 Punkten. Und auch Top Gear ist sicher ein Begriff. Die lieben Lärm, die lieben Schmutz und trotzdem haben sie das Gefühl, dass es das wichtigste getestete Auto ist. Tesla heute, wir haben weltweit mehr als 80.000 Fahrzeuge auf den Straßen schon. Die Supercharger, das Schnellladenetz, ist bereits auf über 530 Standorte angewachsen. Wir haben die Möglichkeit, 1000 Fahrzeuge pro Woche zu produzieren und ja, machen jetzt auch in Tilburg in den Niederlanden einen größeren Ausbau, dass die EU-Modelle da dann endgefertigt werden können, weitere. In der Schweiz, da sind wir natürlich sehr, sehr stolz, von 1.1. bis Ende September, 30.09. haben wir 1149 Model S neu zulassen können. Also sie sind jetzt auf der Straße und das ist mehr als BMW 7er, Mercedes S-Klasse und Audi A8 zusammen. Also das ist wirklich ein Meilenstein, der uns sehr, sehr stolz macht. Die Supercharger, ich habe sie kurz angesprochen, das ist eben unsere Lösung für weite Distanzen. Die sind ein Autoleben lang kostenlos, also einfach hinfahren. Wenn wieder genügend Reichweite ist für die nächste Etappe, geht es weiter, ohne irgendwie komplizierte Abrechnungen. In 20 Minuten lädt man über die Hälfte und das ist dann ein kleiner Kompromiss. Wenn ich beispielsweise von Bern nach Paris fahren möchte, 2x20 Minuten laden, 2x einen Kaffee trinken, das liegt drin. Und das Schöne daran, eben auch wieder durch diese Vernetztheit, das Model S informiert mich über eine Push-Nachricht aufs Handy, dass genügend Reichweite ist für die nächste Etappe. Also Planung ist eigentlich hinfällig. Das Model X ist eben unser neues Modell, eigentlich die Verschmelzung eines Minivans und SUVs. Wir haben Platz für bis zu 7 Erwachsenen, deshalb auch diese speziellen Falcon Wing Doors, weil so ermöglichen wir den komfortablen Einstieg auch in die dritte Sitzreihe. Die Fahrleistungen sind ziemlich beeindruckend.
3,2 Sekunden von 0 auf 98, von 0 auf 60 Meilen. Also auch eigentlich ein Sportwagen, nur ein bisschen größer. Und da haben wir in den USA jetzt die ersten Auslieferungen bereits gehabt. In der Schweiz starten wir dann ab Frühling 2016. Wie geht es weiter? Jeder Mitarbeiter bei Tesla, und das sind mittlerweile ziemlich viel, hat eigentlich den Drang, so das Bestehende zu verändern. Immer zu überlegen, wie ist die Ausgangslage, gibt es Verbesserungspotenzial, und das prägt uns im Alltag. Und natürlich sehr wichtig, das Model 3, das Massenmodell, das eben geplant ist, weil das wird dann sicher unserem Ziel zur nachhaltigen Mobilität noch weiter uns dahin bringen einerseits und andererseits eben auch, ich glaube, den Automarkt revolutionieren. Das war es von meiner Seite, ganz kurz ein Einblick in Tesla. Wir sind sehr stolz, dass wir auch einen Preis sponsern können für die Verlosung, die jetzt dann stattfinden wird. Es ist nicht ganz ein ganzen Tesla, aber trotzdem. Danke für die Aufmerksamkeit.